Zap, moin Leute, war Ori am Start und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Anno 1404 Venedig mit dem lieben O'Hare. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hallo, ganz genau. Immer wieder sonntags kommt die Anno-Aufnahme. Kommt die Erinnerung. perfekterweise kommt ja auch gleich mein Schiff an. Ich hab's ja gerade schon im Vorgespräch erzählt. Habt ihr Gutes über den euch anvertrauten Auftrag zu berichten? Ich bin bestens vorbereitet. Ja, das hast du gesagt gehabt. Ich habe hier so eine schöne, tolle Notiz gehabt, die sagt einfach nur Kupfer und da weiß ich Bescheid. Der Mann kann mit einem Wort was anfangen. Das ist doch mal gut. Oh, ich glaube, die Gebäude sind hier irgendwie bei mir kaputt. Ich müsste mal. Ein Gewitter bedroht ihre Stadt. Och komm, jetzt ernsthaft. Ah, Junge, du hast es schwer. Lex mi doch am Poppes. Jetzt muss ich ja erstmal eine Zimmermannshaus bauen, um die Häuser wieder in Ordnung zu kriegen. Und mein Kaiserauftrag ist fertig. Yes. Hi, 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 der Kaiser. Wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. Ein stattlicher Zöllner. Was kann denn der? Ein stattlicher Zöllner? Ihr hebt am Konto ab einer bestimmten Warenmenge Zölle von Handel. Das Kaiserreich verlangt nach euch. Wir können uns doch eurer Mithilfe sicher sein. Meine Zeit wird noch kommen. Ich würde gern reden, aber die quatschen mir hier alle rein. Erster Kaiser, jetzt hier Schlüpfi. Also, der erhebt irgendwie... Ihr könntet an eurem Konto... Halt doch mal die... erheben. Okay, kennt sich mit feinem Tuch aus. Erhobener Zoll. 5 Tonnen Leinkutten, 5 Tonnen Lederwämser, 3 Tonnen Pelzmäntel, 3 Tonnen... Was für Gewänder? Oh Gott, ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende, was irgendwelche Waren angeht. Es gibt scheinbar auch Brokat-Gewänder. Ich weiß nicht, was Brokat-Gewänder sind. Es gibt sie. Brokat. Oder Brokat, hab ich noch nie gehört. Kannst du dazu was sagen? Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann sind das, also ist das quasi wie Seide mit Gold verziert. Mhm. Okay. Also richtig, richtig, richtig verflucht teures Zeug. Okay. Also ich verstehe noch nicht genau, wie dieser Typ funktioniert. Er muss halt im Konto installiert werden. Und ab einer Warenmenge von 15 Tonnen spuckt er dann diesen Zoll aus? Ich habe keine Ahnung. Das ist durchaus möglich. Ich würde es einfach mal probieren. Ich probiere das jetzt mal an meiner Hauptinsel hier. So, und was soll ich jetzt als nächstes machen? Finden Sie für den Kaiser eine vermisste Person? Oh nein. Voll ins Knie. Ah, wirklich, ey. Schön. Entsenden Sie einen Suchtrupp. Ach so. Ich hätte noch weiterlesen sollen. Finden Sie für Kaiser eine vermisste Person. Entsenden Sie einen Suchtrupp auf 3 Inseln. Zu jedem Aussenden des Suchtrupps benötigen Sie an Bord. Das steht nicht da. Das steht, benötigen Sie an Bord Doppelpunkt und in der nächsten Zeile steht verbleibende Zeit. Was ist das denn? Oh, ein bisschen buggy bei dir, oder was? Sieht danach aus. Das ist ja alles andere als schön. Wunderbar. Der Zoll verschafft euch zusätzliche Einnahmen. Okay. Die Baustelle ist völlig verwaist. Total trauriger Anblick. Was bedeutet das? Ganz genau, mehr Glas. Das ist doch mal blöd. Das steht nicht hier, was ich da... Das ist echt doof jetzt. Ich schicke einfach mal jetzt ein Schiff dahin. Aber... Mein Geld ist bei mir in besten Händen. Ah! Das ist geil mit dem Zollfuzzi. Also Hassan hat gerade bei mir eingekauft. Der Sultan wäre erfreut. Ich mache den Auftrag von Opa mal eben. Ja. Diese ganzen Meldungen. Lasst von euch hören, wenn die Zeit gekommen ist. So, ich würde jetzt gern die Hassan. A! B! Es ist die Hassan-Meldung weg zum Kotzen! Ich wollte zeigen, wie das mit dem Zoll funktioniert.
Also der hat bei mir was eingekauft, war scheinbar über diesen 15 Tonnen Mindesteinkaufswert und hat dann diese Waren abgedrückt, die der Typ hier, was da in der Beschreibung stand. Ja, okay. Das ist natürlich episch geil, weil diese Brokatgewänder, die brauche ich noch nicht, die kann ich wieder schön verklopfen. Wie verklopfen? Na, die verkaufe ich wieder. Warum? Bist du verrückt? Dann hast du schon mal einen Vorbestand, den du dir ansammeln kannst. Ja. Also, du kannst natürlich auch verticken, aber mit 1, irgendwas Mio, weiß ich nicht, ob das... Ich bin doch geldgeil, genauso wie Kronk, ja, weißt du doch. Ja, ja, hast ja recht. Okay, also, tja, leider kann ich den nächsten Auftrag das komplett nicht machen, weil ich nicht weiß, welche Waren ich an Bord des Schiffes haben soll. Toller Bug. Okay. Dann bauen wir hier erstmal wieder die Felder alle auf. Da sind nämlich einige kaputt gegangen. So. Müssen wir doch händisch machen. Du wolltest mir erzählen, was du dir gekauft hast. Was ich bestellt habe, wollte ich erzählen, weil du auch gesagt hast, du hast irgendwas bestellt. Nach meinem Geschmack. Ist das nicht das Gleiche? Hat sich gelegt. Was? Bestellt und gekauft? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen was Unterschiedliches. Aber es ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall was gekauft. Das ist auch ganz, ganz wichtig und das wird heute ein sogar noch ankommen. Heute? Zum Sonntag? Ja, auf dem Sonntag. Ist echt unglaublich, ne? Aber Pizza kann man die ganze Woche über bestellen. Die kommt dann bestimmt direkt in der Aufnahme oder so, ne? Ja, es kann sein, dass es dann zwischenzeitlich hier einfach mal klingelt, aber das ist ja relativ egal. Gehen durch Gewitter Felder kaputt? Irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass das passiert. Ja, das kann durchaus vorkommen. Ja. Was ist denn hier? Wieso bewirtschaftet... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Was ist mit dir? Da kommt mein Schiff beim Auftrag an. Ist das nicht schön? Oh, hier ist, glaube ich, auch ein... So. Ein Schiff beim Auftrag. Die gesuchte Person konnte ausfindig gemacht werden. Hä? Okay, das war kein Bug. Ich musste tatsächlich einfach nur mit dem Schiff an die Insel ranfahren. Und das hat dann was gebracht? Dann haben die gesucht und haben die Person gefunden. Das ist ja bescheuert. Okay. Halt, auf die Insel wollte ich. Warum? Das ist natürlich jetzt hier blöd mit P. Was, blöd mit P? Ja, weil hier ein Markthaus im Weg ist. Ich weiß gar nicht so richtig warum. Warum kann das nicht aufsteigen? So. Und dann reißen wir das hier ab. So, perfekt. Dann arbeiten die hier wieder. Oh, hier ist auch ein Feld kaputt gegangen. Das ist ja echt blöd, weil gerade wenn du so eine Insel hast wie die hier, wo ein Haufen Produktionsgebäude draufstehen, das ist ja mal richtig ätzend. Bin langsam echt leicht verwirrt hier mit meinen ganzen Routen. Ja, das Scrollen durch die Liste ist ein bisschen... Toll, ich habe Proviant gekriegt. Huhu. Oh, hier fehlen... Wow. Felder. Vier von fünf. Fünf von fünf. Ach, das ist ja von dir hier. Haben wir unser Vertrauen zu Recht in euch gelegt? Nee, das Gebäude hier ist von mir, aber es scheint von dir zu sein. Ach nein! Oh, ich kotz ins Essen. Weißt du, was passiert ist? Bei dem Vulkanausbruch ist ein Markthaus von mir zerstört worden. Und dadurch hat dein Markthaus sein Einflussgebiet vergrößert, sodass jetzt eins von den Weingütern hier nicht mehr komplett bewirtschaftet werden kann.
was gerade direkt am Rand steht. Oh. Ernsthaft? Kannst du da nicht noch irgendwie ein Feld irgendwo hinquetschen? Ja, ich muss das jetzt hier ein bisschen umbauen. Das geht schon noch, aber ist natürlich trotzdem blöd. Vor allen Dingen, da ist auch... Ach, scheiße, da ist auch eine Weizenfarm davon betroffen. Hä? Ja, das ist halt, weil die genau an der Grenze stehen. Und dadurch, dass mein Markthaus quasi weg ist, dadurch quasi das Einflussgebiet komplett wieder für deins frei war, hat sich quasi das Einflussgebiet vergrößert. Das lag höchstwahrscheinlich daran, dass ich mein Markthaus zuerst gebaut habe und du deins danach. Und jetzt wurde meins aber zerstört. Hatten wir nicht mal irgendwie was geändert oder so? Nee, ich glaube nicht. Das ist hier. Ja. Ah, und das ist das eine Weingut, was hier ist, das ist auch von dir, ne? Das kann sein, ja. Ja, das ist auch von dir. Ja, warte mal. Ich glaube, du musst deins einfach mal abreißen und neu bauen, oder? Dann müsste das ja... Hab ich jetzt gemacht. Hab ich jetzt gemacht, hat funktioniert. Oh, perfekt, du bist ein Schatzi. Welch Anmaßung. Kussi, kussi. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. So, hat der Kaiser mir jetzt... Ich hab doch den Auftrag abgeschlossen. Hallo? Eine Anmaßung, sagt er. Du Dödel. Weil ich jetzt irgendwie nochmal 2 Minuten nicht auf das Häkchen geklickt habe, sondern mit dem Markthaus beschäftigt war. Okay, ich fahre... Habt ihr diese Angelegenheit zu unserer Zufriedenheit erledigt? Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. Oh yes, jetzt habe ich Vollmacht. Halt die Klappe, Marie. Jetzt habe ich Vollmacht des Rates bekommen. Ach Gott, das kann ich gar nicht lesen. Das ist ja... Was ist denn das für eine Schriftfarbe? Du wirst es verschmerzen. Es gilt, eine drohende Krise abzuwenden. Und wir sind geneigt... Das kann doch keine Sau lesen. Ach, Vollmacht des Rates. In einem Kontor gesockelt, senkt eine Vollmacht den Preis für Ratssitze auf einer ihrer Inseln. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Das ist tricky. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier Nürtiburg. Also hier, ich habe jetzt gerade eine Kaufmeldung von Nürtiburg bei mir offen. Jetzt ist sie zugegangen. Also wie auch immer, wenn jemand auf dieser Insel, wo ich diesen Zollfuzzi drauf habe, irgendwas kauft von mehr als 15 Tonnen, dann muss derjenige Zoll bezahlen und das in Form dieser Leinkutten und hast du nicht dieser Klamotten halt so, um das nochmal zu Ende zu erklären. Jetzt hier beim Opa sieht man es auch gerade. Aha, das ist doch... Na, vor allem, das ist geil, das sind im Prinzip alle Klamotten, die es gibt. Also es geht los mit Leinkutten bis halt hoch zu diesen... Super duper Zeug. Ja, noch ein bisschen Glas brauche ich. Ein bisschen. Aber das mit dieser Vollmacht des Rates verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. In einem Konto gesockelt senkt eine Vollmacht den Preis für Ratssitze auf einer ihrer Inseln. Was bringt mir das denn? Dass ich meine eigenen Sitze günstiger kaufen kann oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh ja, Schwachsinn. Das ist doch Blödsinn. Das... Die ganze Nacht. Vor allem, ich habe ja bestimmt nur eine gewisse Anzahl von Sockeln, oder? Ja, 3. Okay, das läuft jetzt hier wieder. Ja, aber ich habe mir heute auch was bestellt. Es war kein Essen. Nicht? Oh, das ist halt Nee. Und zwar konnte man sich heute und auch nur heute eine Sonderedition der Loot Chest bestellen. Entweder mit dem Thema Zelda oder mit dem Thema Fallout 4. Oh, das ist natürlich auch interessant. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Die hat auch ein bisschen mehr gekostet als die normalen Loot Chest. Oder Loot Chest, hä? Was ist die Mehrzahl von Loot Chest? Ja, egal. Pff, keine Ahnung, gibt es davon überhaupt eine Mehrzahl? Naja, eine Loot Chest, mehrere Loot Chests.
Ja, Chests ist, glaube ich, die Mehrzahl. Weil Chest ist ja Kiste, soweit ich das richtig im Kopf habe. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ja, hast du schon recht. Naja, wie auch immer, die hat ein bisschen mehr gekostet. Ey, was ist jetzt kaputt? Was? Wie der Feind greift eure Flotte an? Was ist das denn? Oh, das kann, glaube ich, ich sein. Vernichten sie die Feind... Du Lumm, los, nimm deine Schiffe und ich dann komme. Du da oben jetzt hin. Ich komme. Also, ohne Flotte. Das ist ja mal unglaublich hier. Warte, ich hab noch was für dich. Nee, ich bin so auf der Karte, guck so, ach, oben so ein riesiger schwarzer Fleck. So, was ist das denn? Da fährt gerade eins meiner Schiffe durch, das kann nicht gut sein. Und in dem Moment dann eins eurer Schiffe wird angegriffen. War ich noch lange kein Spion. Ja, ist ja gut. Der Kaiser hatte mir einen Folgeauftrag gegeben. Ich bitte euch um einen kleinen Obolus. Ach komm, hier, 90.000, nimm sie doch. Ihr wisst gar nicht, welchen Dienst ihr mir damit erweist. Wer hat, der kann. Pass auf, das mache ich jetzt immer mal wieder, wenn du gerade nicht damit rechnest. Okay, wie sieht's denn jetzt überhaupt auf meiner Hauptinsel so mit dem Zeug aus? Oh Gott. Fleisch wird knapp. Ich glaube, das liegt aber auch einfach nur daran, dass ich... Meine Gemahlin amüsiert sich fabelhaft in dieser Stadt. Ich bilde mir ein, dass ich das Problem schon letztens hatte. Das lag aber einfach daran, dass die Bettler ja wieder auf meiner Fleischinsel waren. Und eigentlich müsste sich das jetzt langsam wieder einpegeln. Ansonsten, brauche ich kein Fleisch. Habe ich auch noch Platz, um was anzubauen. Ja, das ist doch in Ordnung. Okay. So, meine Flotte ist gleich da. Ich dachte, ich hätte mehr Schiffe gehabt. Habe ich nicht alle in... Doch. Gute Schiffe wie dieses. Also es läuft momentan. Die Brillen steigen richtig schnell bei mir. Mhm. Und sobald die quasi voll sind, dann bleibt nämlich Kupfer übrig. Und dann können die Kerzenhalter mit der Produktion nachziehen. Also die produzieren dann besser. Wein steigt auch. Das ist aber wunderbar. Wurzel sind auch genug da. Also meine Hauptinsel ist voll versorgt. Nur meine Zweitinsel muss ich so ein bisschen sorgen, was mit Büchern und sowas angeht. Ein Schiff verloren. Du oder wie? Scheiße, sind die stark. Was? Naja, die sind hier... Warte mal, die Fokusfeuer, Leute. Fokusfeuer. Eigentlich, ich glaube, was du nur hättest machen müssen, wäre das andere Schiff, das kaputt machen oder entern. Ja, ich weiß, aber da muss ich auch erstmal an denen vorbeikommen. So. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade ein kleines Kriegsschiff verloren, aber. Ja, komm, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Nee, das ist schon okay. Sie haben die feindliche Flotte zerschlagen. Na, nimm das nochmal auf. Pelzmäntel. Natürlich, das langsamste Schiff nimmt sich das Item. Ach, ist das dann nicht wahr. Gut, aber das ergibt mir die Möglichkeit, Mein Pelzmäntel sinken langsam ein wenig. Okay. Wie sieht's denn auf der Insel hier aus? Ach, ich weiß, das ist kein Mosaik. Rein theoretisch kann man ja auch auf den Orientinseln... Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Wenn sie voll waren zum Schiff auf See, 30 Tonnen Holz. Willst du es machen oder soll ich? Ja, ich hab schon angenommen. So, wo muss ich denn dafür hin? Da unten. Was ich sagen wollte, rein theoretisch kann man ja auch auf Orientinseln... Zeug aus dem Norden anbauen. Man muss halt einfach nur mit Norias grün machen, ne? Ja, das stimmt. Ne? Und du brauchst halt die Fruchtbarkeit, je nachdem, was du brauchst. Ja, gut, bei Fleisch ist es jetzt nicht ganz so kritisch. Da brauche ich eigentlich nur Salz.
Das muss ich mir dann halt irgendwo anders von einer anderen Insel herholen. Aber ich habe halt hier noch Orientinseln, die sind, da ist mega Platz drauf. Aber soll ich dir was sagen? Die Folge ist wieder vorbei. Ja, das ist natürlich schade. Das ist natürlich äußerst schade. Mhm. Hier gibt es noch einiges zu tun. Aber dennoch, wenn es euch gefallen hat, lasst mir hier nochmal ein Däumchen nach oben da und schreibt ihn rein, wie geil er doch ist und dass er sich auch mal eine Pizza bestellen soll. Oh ja, sieh. Ne? Oh, ja. Ja. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und man hört und sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.